Ganz ein herzliches guten Abend miteinander, ein freundliches Salut zusammen. Und wir sind ja eigentlich so überhaupt und ganz bestimmt nicht du. Darum sagen wir allen, hey, schön bist du, schön sind wir heute mit da. Und wir sagen heute Abend ganz besonders allen, die schon vor sind, ganz herzlich willkommen. Stadtfest 2022, wir haben gelangt, wir haben gewartet und wir haben nochmal gewartet. Und jetzt ist es da. Und wie ist es da? Das Wetter haben wir gepreist. Wir haben schon ganz viele tolle Leute, die wir hier mit auf dem Platz haben. Und meine Damen und Herren, ich darf Ihnen als erstes und darf euch als erstes natürlich auch unsere Stadtpräsident, der jetzt ist, und unser Stadtpräsident, der dann ab Mitte Juli unser Amt, das Amt hier in Wienerhaven vorstellen. Und darf schon mal ganz herzlich einen Applaus bitten für den Rudi Rüfenacht und den Pascal Bassu. Ja, Stadtfest. Wir haben es gesagt, wir haben lang müssen darauf planen. Jetzt ist das Wochenende da. Es sind weit über 40 Vereine, die sich am heutigen, am morgigen und am sonntigen Tag präsentieren können. Und wir freuen uns jetzt auf das Grußwort vom Stadtpräsidenten Rudi Rüfenacht. Rudi. Danke vielmals, Martin. Liebe Wetzikerinnen, liebe Wetziker, ich freue mich extrem, dass wir heute und in den nächsten Tagen miteinander das Stadtfest feiern. Das letzte Fest war vor 3 Jahren. Endlich dürfen wir wieder gemeinsam feiern. Ich freue mich in diesen Tagen, viele neue Freunde kennenzulernen, mit den Menschen von Wetzikon zusammenzukommen und auch mit den anderen, die aus dem Zürcher Oberland zu uns kommen, einfach eine gute Zeit zu verbringen. Das, was mir, was ich in den letzten 2 Jahren am meisten vermisst habe, ist der Kontakt mit euch, mit den Wetzikern, mit den Menschen von hier. Ihr wisst, das Stadtfest von Wetzikon wird nicht von der Stadt ausgerichtet. Wir unterstützen als Stadt das Fest zwar mit Geld und mit Manpower, wir haben den Martin gerade gehört, aber ganze Haufen verschiedene Menschen haben das Fest auf die Beine gestellt. Das Organisationskomitee, bin ich der Meinung, hat Blitzer schon bewiesen, dass es funktioniert. Es hat nämlich zu essen, es hat zu trinken, es hat gutes Wetter, es ist alles bestens. Danke vielmals euch für die Organisation von diesem Fest. Ja genau, das ist Applaus wert. Viele Vereine haben hier an diesem Fest ihre Stände aufgestellt, bieten ihr Essen, ihr Trinken an, gehen schauen und konsumieren. Wir haben ja eben wie eine gute Wetterprognose, darum sind die Rahmenbedingungen bestens, dass wir heute miteinander ein unvergessliches Fest geniessen können. Es liegt uns als Gäste und Besucher, das Angebot anzunehmen und zusammen eine gute Zeit zu haben. Das Organisationskomitee hat so viel geschafft und wir zeigen, wenn wir konsumieren, unsere Dankbarkeit, dass sie alles gut gemacht haben. Als abtretender Stadtpräsident bin ich nach etwa 20 Tagen im Amt. Kollegin Susanne Sieber und der Kollege Martin Martino hören ebenfalls mit mir auf. Dann wird die Geschichte von Wetzikon in neue Hände gelegt. Der neue Präsident steht hier neben mir. Ich werde nachher auch noch etwas zu euch sagen. Genau. Ich bin natürlich gerührt. Oder ich könnte sagen, ich kann fast brüllen. Wenn man für 3 abtretende Stadträte ein solches Fest auf die Beine stellt, um uns zu feiern und unseren Abschied zu feiern, dann ist das außerordentlich. Ich weiss ja, im London hat es kürzlich gerade ein ähnliches Fest gegeben. Also ich fühle mich sehr geehrt. Aber vielleicht habe ich auch etwas einfach falsch verstanden. Auf jeden Fall wünsche ich uns allen einfach ein ganz schönes Fest. Viel Spass, viel gute Gespräche, viele Freunde, wo wir miteinander ein Bier trinken können. Ganz ein schönes Stadtfest euch allen miteinander. Merci vielmals. Rudi Rüfenacht, Stadtpräsident von Wetzikon. Ja, der Rudi hat es gesagt, 3 Tage stehen uns bevor. 3 Tage, wo wir ganz viele Sachen miteinander erleben können und miteinander sehen können. Fangen wir bei den Kirchen an, bei der reformierten Kirche. Da wird heute Abend und morgen Abend alle bei
Hip-Hop-Rap. Ganz viel für die Jugend passieren. Wir dürfen aber dort auch Harassen biegen und. Morgen werden wir Bühnen am Nachmittag für die Kinder da haben. Wir werden ganz viele Kindersachen haben. Und wir werden dementsprechend morgen sicher auch eine ganz tolle Bevölkerungsgeschichte hier bei uns haben. Ein bisschen weiter schauen, wir haben ein paar Meilen und wir haben noch ganz viele andere ganz besondere Sachen. Es lohnt sich und schön sind wir heute schon mit dabei. Aber jetzt gehört das Wort an Pascal Basso, er, der dann in gut 20 Tagen, haben wir von Rudi gehört, das Amt wird übernehmen. Pascal, deine Worte. Ja, herzlichen Dank, Martin und auch Rudi. Ja, es ist schön, dass wir alle nach einer, sagen wir mal, eher härteren Zeit wieder mal zusammenkommen. Wir haben zwar eine hochentwickelte Gesellschaft, macht immer mehr möglich, aber trotzdem hat uns das Virus eingeschränkt, behindert oder gar blockiert. Solche Sachen begleiten die Menschheit schon seit jeher. Vielleicht haben wir das einfach ein bisschen, wie man muss begreifen muss. Was aber auch wahr ist, schon seit Anbeginn von der Menschheit hat man festgezogen. Vielleicht damit gröbere Ausschweifungen und so ein Mittelalter denken, aber davon mit den Sonnenfilmen erzählen, wenn genug und schlecht. Gut, die Menschen sind dann immer zusammengekommen, haben eine gute Zeit miteinander gehabt, haben sich getroffen und haben es gelacht miteinander. Und das können wir jetzt hier in Wetzikon nehmen. Es freut mich, dass Stadtfest Wetzikon 2022 mit dem heutigen Tag Realität geworden ist. Jemand hat einmal gesagt, ich bin ein Teil von all den Menschen, die ich begegnet bin. In dem Sinn wünsche ich uns allen schöne, spannende Begegnungen mit Menschen, die wir gerne haben, die wir lieb haben oder vielleicht auch Tätigen, die wir bis jetzt noch nicht so gelernt haben, aber jetzt auf einer anderen Ebene kennenlernen. Oder wir treffen vielleicht auch ganz neue Leute an, die wir bis jetzt noch gelernt haben. Geniessen also Stadtfest Wetzikon 2022 in allen Zügen und mit allen Sinnen. Merci vielmals, Pascal Basso. Ja, Moment. Entschuldigung. Bevor wir jetzt weitermachen, ich würde mich auch mit der Rudi noch kurz allen Danken sagen, die das organisiert hat. Und jetzt auch etwas zum Stadtfest Wetzikon beitragen. Darum möchte ich mit euch allen ein Merci anstimmen. Also, M-E-R-C-I. Merci. M-E-R-C-I. Merci. So, danke. Dann dürfen wir euch auch ganz bestimmt Merci sagen. Merci vielmals, Pascal Basso. Er in gut 20 taucht an ihr Amt und Würde. Und apropos Amt und Würde haben wir unsere beiden OK-Präsidenten. Kommt doch rasch in die Mitte, bevor dann die Stadtpräsidenten zu Amteswegen unser Band werden durchschneiden. Haben wir aber noch rasch die beiden OK-Präsidenten mit drin. Pascal, darfst du vielleicht gerade den Namensvetter zum Namensvetter das Mikrofon schnell geben? Pascal Häuser, ein mit dem ganz grossen OK mit dabei auch. Pascal, was sind so die besonderen Momente gewesen, jetzt im Vorfeld vom Fest? Schön ist der Moment, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Mega viele Vereine mitmachen tun. Pitsch, was freust du dich am meisten die nächsten zwei Tage? Für mich! Ja, dass es jetzt endlich losgegangen ist. Das war eigentlich das Schlimmste. Wir haben organisiert und es passiert nichts. Und jetzt ist endlich. Jetzt passiert etwas und jetzt geniessen wir es. Ihr auch alle und schön sind wir vor. Pascal, ist alles so gekommen, wie du gedacht hast im Vorfeld von dem Fest? Oder hat es Sachen gegeben, die dich überrascht haben, bis dann gekommen ist? Ja, es hat natürlich immer Überraschungen gegeben, wie immer. Aber es hat alles geklappt. Ihr seht es, die Leute sind glücklich und lachen. Viel Spass. Beach, wir haben den Auftakt also schon fast jetzt dahinter uns. Jetzt geht es dann mit der ersten Live-Band auch wirklich los. Heute ein riesiges Programm, das wir zusammengekommen und zusammengestellt haben, hat das ganz viel Kraft und Effort gebracht.
Ja, es braucht schon Durchhalten, weil man einfach nicht glauben, dass es gut kommt. Das ist das Wichtigste. Wir haben mit sehr vielen Leuten zu tun, sehr viele verschiedene Kulturen, Charaktere, und das muss man alles irgendwie unter einen Hut bringen. Aber ich glaube, mit dem Anfang ist das super gelungen. Und Rudi lacht auch ein bisschen. So schlimm kann es jetzt nicht sein. Nein, es ist super. Wir sind da und es funktioniert. Ich glaube, Glauben ist auch das richtige Wort. Am Sonntagmorgen dann mit dem Gottesdienst von verschiedenen Pfarrgemeinden dann da auch wieder auf der Hauptbühne veranstaltet wird. Auf der, Entschuldigung, Kurt, jawohl, denen natürlich von der reformierten Kirche, so haben wir es richtig, gell? Und Stelling, der kontrolliert das natürlich, dass es richtig ist, gell? Das, so muss es auch sein. Also am Sonntagmorgen, dann so wieder Auftakt am Sonntag rein, bevor es dann am Sonntagnachmittag nochmal für die Kinder geht. Aber jetzt der erste offizielle Akt. Ich glaube, die beiden OK-Präsidenten nehmen mal das Band in die Hand. Den beiden Stadtpräsidenten geben wir mal so ein Mordsinstrument da, unsere Heckenschere mit in die Hand. Die beiden OK-Präsidenten müssen das sehr, sehr straff ziehen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt müssen wir natürlich die Unterstützung von allen haben. Und ich würde sagen, wir zählen von 10 retour und bei 0 wird dann das Band durchgeschnitten. Also gut, straff ziehen von uns. Und wir sagen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Es ist fast durch. Wir schaffen. Das Band ist durch die Mitte genau das Richtige gemacht. Das schaffen wir. Ja genau, jetzt haben wir einen riesen Applaus. Das kommt gut. So, Chair dürfen wir ablegen. Jetzt nehmen wir die beiden Stadtpräsidenten, der aktuelle und der neue Stadtpräsident, nochmal rasch zu uns führen. Und bevor wir dann da gerade in die erste Live-Session einsteigen, Rudi, was wünschen wir uns allen für das Fest, das jetzt noch kommt für den nächsten Tag? Ich wünsche mir ein Bier, eine gute Wurst und viel Spass. Pascal, was wünschst du uns noch für das Fest und was wünschst du dir selber für das Fest? Ja, natürlich drei schöne, wunderschöne Tage. Und wünsche dir auch Stand, wo mit sehr viel Herzblut Vereine dahinterstehen oder andere Organisationen aus Wenzigen. Könnt ihr eben auch Wurst oder Fisch knuspern, was alles finden, essen und trinken. Und eben, begegnet euch. Wir haben uns alle riesig gefreut. Jetzt ist es da. Und wir nehmen jetzt dann den Böllerschuss mit ins Fest rein. Und nachher geht es gerade los. Meine Damen und Herren, das sind unsere zwei Stadtpräsidenten. Der jetzige Amtsstadtpräsident Rudi Rüfenacht und der neue Stadtpräsident Pascal Basso in ein paar Tagen. Herzlichen Applaus nochmal für Ihnen, für Sie zwei, und mit das Fest auch unterstützt haben, ganz gewaltig.